Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Road to Goat. Für euch ist wahrscheinlich nur eine Woche seit dem letzten Part vergangen, für mich eine ganze Weile. Ihr habt ja mitbekommen, dass im Juli keine Videos gekommen sind, sogar länger, sogar Ende Juni auch nicht. Das hat ein paar Gründe, für die ich hoffentlich mittlerweile ein Infovideo hochgeladen habe, gedreht ist es auf jeden Fall noch nicht. Ja, die ersten beiden Folgen vom Zombie-Deck hatte ich vorher aufgenommen. Diese ist jetzt quasi das erste Video, was ich seit meinem Hiatus aufnehme. Mal gucken, ob ich es noch kann. Ich habe das Deck hier und da mal ein bisschen gespielt. Ich glaube, ich habe auch ein, zwei Karten mittlerweile schon wieder geändert. Aber auf jeden Fall nicht viel. Ich habe ein, zwei Kleinigkeiten zum Spiel. Hatte ich, glaube ich, Snatch vergessen. Ich glaube, Snatch und Counter-Strike sind die einzigen neuen Karten. Ja, ich weiß überhaupt nicht, ob ich dieses kommentierende Gameplay überhaupt noch drauf habe. Ihr werdet es gleich sehen, wohl oder übel. Ich bin gerade auf einem ziemlich hohen Rating, weil ich gerade für das GFC 18 ziemlich aktiv teste. Das bedeutet, wir sollten gute Gegner erwischen und der erste Gegner dieses Videos ist auch direkt da. Ja, dann würde ich sagen, springen wir rein. Und es geht gegen jemanden, der nicht annimmt. Tja, es geht gegen jemanden, den ich nach einem kurzen Schnitt für euch gefunden habe. Bis gleich. Alles klar, ich habe einen Gegner gefunden und der Gegner hört auf den Namen Toad Game mit einem 916er Rating. Ich bin gerade auf einem 1000er Rating, 1006, bin unter, glaube ich, Platz 40 der Ladder oder so, also ist ein ziemlich gutes Rating. Mal gucken, ob das zu hoch für das Zombie-Deck ist. Es ist ja eine Eigenkreation, ein recht experimentelles Deck. Aber ich glaube trotzdem, dass es gut abschneiden kann. Hand könnte besser sein. Gegner aktiviert Pot. Ich vermute mal, dass wir auf dem Level hauptsächlich Chaos erwischen werden. Set Monster, Set Spell Trap und Pass. Spricht auf jeden Fall dafür, dass es sich hier sehr gut um ein Chaos handeln kann. Wäre natürlich schön, wenn ich hier meinen Skill-Dön durchbekommen könnte. Die Gefahr ist, dass irgendwie Facedown in Storm, Dust oder MST liegt. Allerdings ist die Chance höher, dass es dann doch irgendwie nur ein Jar of Greed ist oder ähnliches. Ich denke, ich mache hier nicht viel falsch, wenn ich hier den Emissary einfach normal beschwöre. Setzen möchte ich hier nichts, weil ich in Game 1 den Knock meines Gegners tot machen möchte. Und ich glaube, ich setze hier einfach nur Skillrun und Passer. Wenn er jetzt MST oder Dust hat, dann ist es unlucky, dann kann ich es aber nicht ändern. In dem Fall. Okay, scheint es nicht zu sein. Wahrscheinlich ist es ein Jar oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall flippt er hier seinen Magician of Faith. Und ich hoffe mal, dass hier Skill Drain ihm direkt einen Strich durch die Rechnung machen kann. Nachdem, danach habe ich gesucht. Okay, er überlegt, es könnte jetzt ein Wingblast kommen, Regeki Break oder ähnliches. Es ist ein Wingblast, schickt mir Skill Drain aufs Deck. Wie man sieht, hätte ich hier doch MST'en sollen. Aber wie gesagt, die Chance, dass da was Anscheinbares liegt, ist... war mir zu hoch und jetzt hat er noch einen Pot und jetzt kommt er echt gut ins Spiel rein. Und das könnte jetzt schon fast zu viel sein, um gegen den Kartenvorteil hier anzukommen. Aber schauen wir mal, wie das so wird. Nochmals haben wir die Warrior Lady. Ja, wird hier so den Emissary aus dem Spiel entfernen, nehme ich mal an. Das könnte dramatischer sein. Der Magician of Faith geht hier für 300 direkt. Wenn er nur eine Karte setzt, werde ich die hier, denke ich, MST'en. Weil dann... die Chance recht hoch ist, dass Regeki Break oder ähnliches ist. Ja, wenn ich jetzt hier einen Jar of Greed erwische, dann ist das ziemlich bitter. Aber ich habe das Gefühl, ich will meinen Skill jetzt beschützen. Ich will meine Turtle beschützen. Das MST jetzt hier angebracht ist. Das ist ein Solemn gewesen. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich gerne treffe. Und gehe jetzt hier einfach über den Magician drüber. Für 900 Damage. Setze jetzt hier natürlich wieder Skill Drain runter. Bin hier minus 2, was nicht so toll ist. Er hat Light Dark im Friedhof, was auch nicht so toll ist. Hat offensichtlich einen Donnerdrachen getoppt. Ja, kennen wir zwei Handkarten, das sind zwei Donnerdrachen. Skilldrill ist ja das Einzige, was mich so einigermaßen im Spiel hält, deswegen hoffe ich, dass er kein Out dagegen hat. Das ist einfach eine tolle Karte im Meta und ja, der hauptsächliche Grund, warum Mystic World viable ist, aber das wisst ihr ja, wenn ihr die anderen beiden Episoden verfolgt habt. Ja, er ist einfach ein Chaos Sorcerer und hat er ein Book oder ähnliches, was er an Skilldrain anschälen kann? Das ist jetzt hier die Frage. Oder ein MST. Oder wollte er einfach nur... nee, er wollte einfach nur die Skilldrain-Aktivierung rauslocken. Okay. Setzt hier zwei Backrow und gibt ab. Ich ziehe den Creature Swap. Das ist eine super gute Karte in dem Spot. Und ich denke, die werde ich hier auch zünden. Scheint sich übrigens um ein ganz normales Chaos Turbo zu handeln. Also nichts Außergewöhnliches. Und dann Creature Swap ich hier. Jetzt einfach mal.
Schaue, ob er darauf eine Antwort hat. Scheinbar nicht. Und jetzt stellt sich die Frage, möchte ich hier in die Battle Trap laufen oder nicht? Ich glaube tatsächlich, ich lasse den CS so, wie er ist. Lass ihn erstmal versuchen, ihn zu outen. Und wenn er irgendwie Skillrun outet, dann habe ich eben den CS mit Effekt potenziell vielleicht. Eventuell ist das hier zu passiv, aber ich bin mir ziemlich sicher, so viele Karten mir gezogen hat, dass ich auf jeden Fall in der Sakura oder in der Mirror Frost laufen würde. Und dann könnte er mich ja schon stark unter Druck setzen. Ich habe nicht mehr so viele Lebenspunkte, ich habe keinen Schutz. Und meine eigene Pyramid Turtle hat ja auch Attack Power. Also glaube ich, der Play ist hier solide. Er wird jetzt wahrscheinlich die Pyramid Turtle opfern für einen Thunder Dragon. Was hier auf jeden Fall ein guter Play ist an seiner Stelle. Weil ich somit die nicht überlaufen kann, um damit Action zu machen. Vielleicht hätte ich das considern sollen, aber wie gesagt, ich rechne hier sehr stark mit der Battle Trap. Es ist ein Wing Blast. Interessant, dass er Skillrun hochgibt und nicht seinen eigenen CS. Auch wirft dann CS ab. Und er snatcht sich den CS zurück. Ja, das ist ziemlich schlecht. Und BLS hat er auch noch. Eieieiei, hat er gut. Das sind 5-3. Das ist hier einfach schon Game 1. Aber selbst wenn ich hier überlebt hätte, hätte ich mit der Hand gar nichts mehr machen können. Ja, da wurden wir ganz schön weggesackt. Nicht viel, was ich da machen kann. Da hat er einfach übertriebenst gehabt. Möchte ich so sagen. Ja, was hatte ich denn hier für einen Boardplan gegen Chaos? Hauptsächlich die Noblemans, nehme ich an. Und ansonsten ist ja das Main Deck eigentlich schon gegen Chaos ausgerichtet. Umso bitterer jetzt hier Game 1 zu verlieren. Ich könnte schon überlegen, ob ich Fallen rausboarde und den Decrease boarde, weil Chaos Turbo viele Fallen spielt. Allerdings ist Skeldrain die beste Karte im Chaos Matchup, deswegen lasse ich die hier auf jeden Fall drin. Ich denke, ich kann hier einen Emissary und einen Zombie Dragon cutten. Wie gesagt, es ist lange, lange her, dass ich dieses Deck gespielt habe, auf jeden Fall. Ja, ich mache mal hier einen ganz kurzen Cut. Bin gleich wieder da. Für euch ist nichts passiert. Und zwar hat sich hier ein Insekt in meine Wohnung geschlichen. Ich glaube, es war eine Grille. Die habe ich mal eben gerade nicht getötet, sondern eingefangen und nach draußen gebracht. Nur die habe ich gerade aus dem Augenwinkel gesehen. Ich dachte, bevor die hier noch ein bisschen rumkreucht und fleucht, kümmere ich mich mal darum. Gut, wir werfen hier einen Thunder Dragon ab. Ansonsten ist die Hand nicht so berauschend, dass ich hätte gerne ein Monster, mit dem ich was machen kann. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Puh, ist irgendwie. Ich glaube, die Hand hier ist MST Pass. Ich meine, ich will ja nicht einfach Blind Counterstructen, weil, ja, je nachdem, was er auf der Hand hält. Vielleicht ist Counterstructen noch eine Karte, die man rausbauen sollte gegen Turbo. Ich meine, je nachdem, na, ich hätte seinen Thunder Dragon erwischt. Spätestens jetzt ist Counterstruction sowieso aus dem Bild raus, weil ich ihm halt, ja, gute Karten nachgebe. Upstart. Goblin. Auf Seiten meines Gegners. Das wird ein schweres Spiel, glaube ich. Also Game 1 zu verlieren ist schon kein gutes Zeichen. Spielt ja nur Afghanisch. Und ich überlege, ob ich hier. Ich glaube, ich MST hier einfach in der Endphase. Irgendwas hitten, selbst ein Jar hitten ist, glaube ich, okay. Es ist ein Ring, den hätte ich hier gerne. Und ja, wenn ich jetzt tatsächlich ein Monster ziehen würde, was das machen würde, wäre das halt echt geil. Ja, wie das Problem ist, ich kann hier nicht Counterstructen. Ich gebe ihm zwei frische Karten, essentially. Selbst wenn er hier einen Morph hat, dann ist das aber fein. Dann kriegt er nun Upstart wieder. Wahrscheinlich ist es eh eine Deko oder ein Spy. Also ja, hätte ich jetzt einen, es ist ein Spy tatsächlich, jetzt ein Dark Monster oder ähnliches, wäre schon echt cool. Dann könnte ich Creature swappen, hab Dark Light für BLS und ähnliches. Er beschwört einfach ein Spy, greift hier für 1-2 an. Das ist minimaler Druck, damit kann ich total leben. Geht noch eine Backrow, es geht noch ein Monster Set. Jetzt kommt noch eine Backrow und ich ziehe einen Skill Drain und ja, ich ziehe hier einfach in nichts, mit dem ich irgendwas anfangen könnte, was echt, echt doof ist. Bin ich ganz ehrlich. Sehen wir jetzt hier ein Flipmonster. Wir sehen einfach ein Spy and Attack. Ich glaube, hier ist jetzt Mirror Force Time. Ist nicht das Optimale, zwei Spies zu Mirror Forcen, aber ich nehme immerhin beide weg. Und ich will nicht zu viel Schaden nehmen. Ich ziehe in einen Tribute to the Doomed. Da er das Monster nicht aufgeflippt hat, wird das nichts Großartiges sein. Und
Das Problem sind die beiden Donnersachen in seiner Hand. Ich will hier eigentlich nicht gerade destructen, auch weil ich meinen eigenen BLS nehmen würde. Aber eigentlich muss ich hier langsam mal gerade destructen, weil meine Hand so dermaßen scheiße ist. Set Creature Swap und ja, ich glaube, das wird ein Match, was nicht zu meinem Gunsten verläuft. Ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Ich brauche ja auch nicht das Monster wegnehmen. Das ist vielleicht ein Sangan oder so. Kannst du Serpent sein? Was ist das? Weil er ist überhaupt nicht. Und ich ziehe noch ins. Oh Gott, wie kann man so schlecht ziehen? Oh, bin ich an einem Punkt, wo ich hier Karte destructen muss? Ich will es nicht. Ich will ihn. Also, ich will mein BLS nicht verlieren. Ich glaube, ich komme jetzt nicht mehr drum rum. Ich gebe ihm 2 frische Karten, aber meine Hand ist so beschissen. Ich muss jetzt hier mal was machen. Ich hoffe, ich erwische jetzt nicht irgendwie den Döner bei ihm aus der Hand. Also im Sinne von na gut. Okay, ich erwische einen CS. Gut, ich habe gute Karten bei ihm erwischt. Das ist in Ordnung. CS Breaker Storm sind Karten, die ich alle gerne nehme. Natürlich ist der Nachteil, dass ich die 2. Aber ansonsten habe ich eine gute Hand erwischt. Also damit kann ich sehr, sehr gut leben. Und ich habe auch gut nachgezogen auf jeden Fall. Damit kann ich auch sehr gut leben. Grayson möchte ich hier noch nicht. Lohnt sich irgendwie gerade nicht. Ja, den BLS zu fehlen ist halt ein bisschen doof. Den hätte ich gerne behalten. Norm hier die Pyramid Turtle. Denke, das ist stabil. Ich hätte auch den Emissary spielen können, to be honest. Attack. Wait. Ja, mein Gegner hat zu früh aufgeflippt. Ist jetzt aber nicht mein Fehler. Okay. Battle Step. Ich meine, ich hätte so oder so geskillt, Range, von daher macht das keinen Unterschied. Es ist ein Knight of Silent. Das ist natürlich auch eine Karte, die in dem Spot total Sinn macht. Na, jetzt kann er nicht mehr Mirror Forcen. You can't Mirror Force. Attack Declaration is over. Ja, was ist hier passiert? Also, ich habe den Angriff deklariert mit Pyramid Turtle, habe ihn nach einer Response gefragt. Auf die Attack Declaration, die nicht kam. Dann habe ich einen neutralen Step zwischen Attack Declaration und Damage Step, was der Battle Step ist. Oder Sub Step 2, wie man auch mal nennen möchte, habe ich Skill Run aktiviert. In dem Moment ist der Game Step nicht mehr Attack Declaration, deswegen kann Emerald Force ihn nicht aktivieren. Deswegen habe ich auch gewartet, bis ich Skill Run aktiviere. Wir sehen, Duo. Ich will eigentlich nichts aus der Hand verlieren, so wirklich. Erwischt das Snatch. Erwischt Grace. Ah, das ganze Game geht überhaupt nicht in meine Richtung. Es läuft irgendwie alles schief. Setzt hier ein Monster. Noch ein Spell Trap. Und jetzt kommt seine eigene Card Destruction. Das heißt, ich verliere hier ohnehin meine ganze Hand. Magician, Tribe und noch ein Knight of Silence. Okay, also aus dem Knight of Silence kriegt er Value raus. Aber hier Storm zu erwischen war ziemlich gut. Verzeiht bitte. Hier Storm rauszuziehen mit meiner Card Destruction war gut. Er setzt jetzt noch ein Monster. Warte mal, hat er nicht eben gesetzt? Oder bin ich jetzt blöd? Der hat doch schon genommen in dem Zug. Oder bin ich jetzt komplett. Ja, genau. You normalt twice. Okay. Gut. Dann gehe ich jetzt hier meinen Zug und ich merke, dass ich ein bisschen eingerostet bin. Nicht unbedingt beim Spielen, sondern mehr beim Commentary. Ich glaube, das habe ich schon mal unterhaltsamer hinbekommen. Aber hey, wir kriegen das schon hin hier gemeinsam. Ich versuche jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger alles hinzubekommen. Und ja, Book of Life ohne Target feels fucking good. Ach, das ist alles nichts, was einzig Wahre. Ich normal hier mal die Pyramid Turtle. TT ist auch raus. Auch schon gesehen. Mirror Force ist tatsächlich etwas, was potenziell nervig sein könnte. Ich könnte jetzt hier Creature swappen, aber ich habe nicht so wirklich Angst vor seinem Monster. Also hier in die Mirror Force rennen kann ich mir, glaube ich, nicht erlauben. Also, ja, machen wir das Ganze so. Da ist tatsächlich die Mirror Force. Ach, ich habe die doch gesehen, die Mirror Force. Ich meine, gut, dass ich trotzdem drum rumgespielt habe. Ich habe eben gerade komplett ausgeblendet, dass ich die ja gerade gesehen habe. Okay, ich bin doch auch beim Spielen eingerostet, obwohl ich gerade ziemlich viel auf der Ladder unterwegs bin, aber eben nicht mit Zombie Beatdown oder mit Panda Burn oder mit Chaos Turbo, was ich tatsächlich im Moment ein wenig teste, weil ich auch mit anderen Decks ganz gut sein möchte, die nicht unbedingt Panda sind, obwohl Panda immer noch mein Main Deck ist im Moment. Wird es zum Zeitpunkt, wenn das Video hier online kommt, vermutlich auch noch sein. ja.
Okay, er setzt ein weiteres Monster. Und ja, hier sehen wir wirklich die Power von Skilldrain. Skilldrain ist eine unfassbare Karte, die ich jetzt hier nicht wegstormen möchte. Ja, Skilldrain ist einfach eine unfassbar geile Karte. Gibt's irgendwas aus seinem Friedhof, was ich weghaben will? Nicht unbedingt. Ich mache hier weiter Druck und burial hier eine weitere Turtle. Turtle. Ich hätte auch Emissary holen können, aber Turtle ist ja, glaube ich, besser. Ja, das Ding ist, möchte ich hier Creatures robben? Nee, das. Wenn er eine Saku hat, dann ist der Play schon nicht mehr so gut. Ja, ich kann hier ein bisschen aggressiver gehen, denn TT und Mirrorforce sind jetzt heraus. Das werden Monster sein, die, genau, nichts gegen Skiddle machen. Denn Morph und eine Warrior Lady. Möchte er den Effekt aktivieren? Kann er gar nicht. Also, kann er gar nicht. Selbst wenn er wollte. Okay, tatsächlich. Also ihr seht, was Skilldrain einfach macht gegen das Chaos-Turbo-Matchup. Das ist Wahnsinn. Eigentlich war meine Position nie wirklich gut und jetzt stehe ich hier wirklich mit Skilldrain und bin echt in einer soliden Position. Und ziehe jetzt hier einen Regeki Break. Ist jetzt hier der Zeitpunkt, wo ich Creatures hoppen möchte? Oder möchte ich hier. Ich meine, ich kann es auf jeden Fall versuchen. Ich kann es hier auf jeden Fall versuchen. Selbst wenn er eine Saku hat oder so, habe ich immer noch die Warrior Lady. Das ist auf jeden Fall stabil. Und er Solemnt sogar Creature Swap. Okay. Ich glaube, ich habe jetzt hier Safe Game tatsächlich. Ich gucke, ob der Ring durchgeht. Und er admittet einfach richtig. Ja, ich hätte da noch stormen können, dann hätte ich eine Turtle verloren, aber hätte noch die Turtle wiederholen können mit Book of Life. Und hätte ja Game gehabt, also steht es jetzt tatsächlich 1 zu 1. Und es war gut, dass ich gerade destructed habe. Ich wollte es ja wirklich nicht. Ich wollte es partout nicht, habe es aber getan, was absolut der richtige Play war. Und jetzt ist die Position gar nicht mehr so beschissen, würde ich sagen. Ich sehe uns total fertig aus. Ich nehme auch mitten in der Nacht auf. Das war auch eine ultra spontane Entscheidung, überhaupt aufzunehmen. Aber ich dachte mir, wenn ich schon mal Bock habe, sollte ich das auch machen. Ich freue mich dann später darüber, dass das Video da ist. Möchte ich was verändern? Ich glaube, ich bleibe so. Ich habe ja gesagt, Card Destruction im Chaos Turbo Matchup ist jetzt nicht so Nonplusultra, aber es hat mir eben das Spiel gewonnen. Also vielleicht ist es doch ganz gut, weil ich meine, ich muss halt einfach auch tote Hände damit entsorgen können. Ja, wieder BLS startet. Ich glaube, das dritte Mal in Folge, dass ich BLS starte. Ich meine, jetzt normalerweise geil, aber in dem Deck nicht unbedingt die beste Starthandkarte, weil es ja meistens schon eine Weile braucht, bis der live ist. Sollte ich jetzt irgendwann in den T-Dragon ziehen, wäre das natürlich ideal. Okay, Thunder Dragon Upstart ist ein solider Start bei meinem Gegner. Ist die Frage, ob er jetzt noch mehr Draw-Karten hat oder vielleicht noch ein Duo oder auch einfach nur Afghanisch und Pass. Okay, ich denke, ich kann hier relativ locker Breakern. Ja, ich will ja eh Skill Drain gleich aufsetzen, von daher ist jetzt hier Breakern, glaube ich, der beste Play. Normal Breaker, solange ich seinen Effekt noch nutzen kann. Effekt Pop. Das Tornado, ja, perfekt. Das ist doch genau das, was ich damit treffen will. Ich greife hier logischerweise nicht an, weil ich ja, hier wieder unter Skill Drain seinen Flipmonster aushebeln möchte, neben dem Flip-Effekt jetzt hier nicht geben möchte. Ja, Skilldrain ist eine fantastische Karte. Einen Pot sehe ich hier natürlich jetzt nicht gerne. Plus eins machen, zwei Karten tiefer ins Deck gehen, potenzielle Outs ziehen, alles Sachen, die super für meinen Gegner sind und nicht so gut für mich. da kommt der Morph. Ich habe Skilldrain, hat der MST oder Book oder irgendwas Vergleichbares, um das zu kontern. Wenn nein, ist hier sein Morph einfach gewastet, was ich nehmen würde. Scheint, da geht jetzt einfach T-Dragon, geht für ein Double. Boah, das ist ein schwacher Play. Das ist Chaos Monster Online, nicht mal das. Zwei Backrow Pass. Und ich ziehe den Thunder Dragon, was hier wirklich, wirklich gut ist, weil jetzt mein BLS live ist. Klar, und das Skill Drain ist ja nicht so gut wie sonst, aber ich muss ihn ja auch noch nicht jetzt zünden. Ja, ist jetzt die Frage, möchte ich jetzt mit der Pyramid Turtle in eine potenzielle Backrow laufen? Ich glaube, ich probiere es. Also wirklich gepunished, weil ich nur von der Mirror Force. Saku habe ich noch nicht mal gesehen, kann sein, dass er gar nicht spielt. Unser Geeky Break oder Ringbars könnte er eh mal aktivieren, deswegen versuche ich es. Ah, ist leider die Saku, er spielt sie doch. Okay, jetzt habe ich hier meine Feldpräsenz verloren. Ist nicht so cool, vor allem weil ich jetzt wirklich nur den BLS als Monster habe, was ich beschwören kann. Dann nahm einfach nur einen Breaker und geht hier für 1-6 rein. Wenn ich jetzt ein Monster ziehe, ist wieder alles gut.
Jetzt rächt sich, dass ich den aggressiven Play gemacht habe hier. Ja, jetzt rächt sich natürlich, werde ich jetzt noch die Turtle, wäre das ziemlich gut. Jetzt kann er mich hier einfach mit dem Breaker beatdown, was nicht so der Idealfall ist gerade. Setzt noch eine Backrow. Ich glaube, die MST ich ihm hier weg. Das könnte ein Break oder Wingblast sein, vor allem wenn er Monster hat. Das ist ein Sodom. Ach, Gigi Break, das ist nicht das, was ich sehen will. Ich glaube, es ist jetzt hier der Punkt, wo ich einfach den Bild schon raushaue. Ich glaube, ja. Ich kann mich jetzt hier nicht weiter von dem Breaker peinigen lassen. Das ist mein Gedanke gerade. Special hier den BLS. Er überlegt, hat er noch einen Solemn Facedown, hat noch einen Solemn Facedown. Ah, jetzt noch ein Monster wäre echt gut. Ich kann jetzt hier noch ein Gigi Break setzen und mich noch einen Zug beschützen und muss einfach ein Monster ziehen. Das wäre super. Er hat noch einen Donnerdach auf der Hand, das kenne ich. Warrior Lady, ja, jetzt. Er hat nicht Light Dark, nein. Ich regiebreak hier die Warrior Lady. Ich möchte nicht mehr Schaden nehmen. Warrior Lady ist das gefährlichere Monster und ist außerdem ein Light. Das heißt, ich gebe ihm keinen Dark in den Friedhof. Monster? Okay, das ist ein Monster. Gut. Ich kann hier sogar den BLS holen, weil der korrekt beschworen wurde. Aber ich glaube, Pyramid Turtle ist hier der bessere Play. Frage ist, was ist das Face Down? Ich denke, ich bore hier tatsächlich die Turtle und hoffe, dass das vielleicht ein Morph ist oder so. Es ist ein Night of Silent, das ist kacke, weil es ist ein Chaosmonster online. Das ist das, was ich eigentlich nicht wollte. Das heißt, ich heb mir Creature Swap hier auf. Weil sonst hätte ich jetzt Creature Swapped und dann eventuell Ryukokit. Aber jetzt ist halt sein Chaos Monster online. Meine Pyramidal beschwört in Death, oder? Ja, Pyramidal beschwört in Death. Das heißt, ich lebe auf jeden Fall noch. Okay. Wenn er jetzt hier nicht stormt, dann sollte ich noch einen Turn haben. Aber er hat ziemlich viele Karten, die mir Instant Game bringen. MST würde auch reichen, weil ich gehe davon aus, dass er ein Chaos-Monster hat. Aber er greift einfach nur an. Und das ist sehr gut. Dann beschwört mir die Turtle hier einfach eine weitere Turtle, hätte ich gesagt. Damit ich mir weiter die Möglichkeit für den Creature Swap Play bewahre. Setzt da jetzt hier noch ein Monster Face Down. Setzt noch ein Monster. Das ist nicht das, was ich sehen will. Ich ziehe in einen Dragon Zombie. Okay. Normal hier den Dragon Zombie, greife über das Monster an. Das ist ein Sangan, okay. Kann sich was holen, aber Skillbrand legt ihn wieder komplett lahm. Also ihr seht es, was für eine unfassbar gute Karte Skillbrand einfach ist. Holt ihn Spy. Er scheint vielleicht doch kein Chaosmonster zu haben. Selbst wenn, gehe ich jetzt hier in den Ryukoki. Hat er, glaube ich, noch gar nicht gesehen, dass ich die spiele. Ich glaube, in den ersten beiden Games ist keiner davon relevant gewesen. Beziehungsweise habe ich, glaube ich, gar keinen gezogen einfach. Ich gebe ihm hier nochmal 800. Also es gibt hier, ich habe ein bisschen wenig Lebenspunkte, das macht mir ein bisschen Sorge. Es gibt hier ein paar Kartenkombinationen, die mich einfach töten, aber ich glaube, das ist der optimale Play. Ich muss mit einem Chaosmonster rechnen. Die ist silent. Wenn nur das ist, dann ist das kein Problem eigentlich. Greift über den Dragon Zombie an, kriege ich 100. Jetzt ein Monster nachziehen, das wäre unfassbar genial. So ist ein komisches Deck. Book of Life ist großartig. Book of Life ist ja einfach Game, oder? Book of Life sollte hier einfach Game sein. Was nehme ich ihm hier raus? Ich nehme ihm mal den Sangern raus, because why not? Und krieg jetzt hier die Turtle und gewinnen wir das Match hier gerade? Scheinbar, weil mein Gegner echt nichts. Ja, das ist der Win. Wie ist das passiert? Holy, das hätte ich nicht gedacht. Wie schlecht hat mein Gegner den gezogen? Und auch die Deer Silence ist eine so seltsame Karte. Ist auch nicht irgendwie im Moment meta-relevant, aber hey, 1-0 Start. Ich habe keine Ahnung, wie das Deck gerade gesamt steht. Ich glaube 3-3, aber ich weiß es ehrlich gesagt auch einfach gar nicht. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass wir das erste Game hier gewinnen. Vor allen Dingen, nachdem wie Game 1 lief und wie Game 2 gestartet hat. Aber hey, das Deck funktioniert, beziehungsweise Skillrun funktioniert. Weil Game 2 und 3 kein Out gegen Skillrun. Und ihr habt gesehen, was diese Karte macht. Holy shit, ist das eine gute Karte. Also,
Sehen uns im zweiten Match dieser Folge. Bis gleich. Match Nummer 2 gegen Gandhis Sub mit 435 Rating. Das ist ziemlich wenig. Also ja, dafür, dass wir gerade einen relativ High-Rated-Gegner haben, jetzt wieder Low-Rating. Mal schauen, ob es so erfolgreich weitergeht. Ich bin sehr zufrieden gerade damit, dass wir dieses Match gewonnen haben. Und ja, die Hand könnte schlechter sein, könnte aber auch besser sein. Einfach nur Set Monster Pass. Ich glaube, hier Tribute to the Doomed ist nicht der Play. Ja, jetzt kein Knock ist Tribute to the Doomed, aber ich meine, was liegt da? Also Moff sowieso nicht, also liegt halt ein Sangan, ein Deko, ein Serpent, Spy vielleicht, also gegen Spy wäre es ein guter Play. Es ist wahrscheinlich einfach nur eine Deko. Deswegen glaube ich nicht, dass das hier notwendig ist und deswegen gehe ich einfach mit Emissary rein. Wenn es ein Spy ist, werde ich mich ärgern. Chance Lock, please. Ja, soll er mir einmal den Log-Eintrag zeigen, damit ich sehe, dass er jetzt nicht einfach irgendwas runtersetzt, was ihm gefällt. Ja. Es ist eine Tomate, tatsächlich. Okay, dann hätte ich hier... Dann, hätte ich hier gerne getypet. Mit der Tomate habe ich nicht gerechnet, da bin ich ehrlich. Wollte sich jetzt hier einfach Sangan oder noch eine Tomate? Was ist jetzt hier sein Play? Er holt sich jetzt hier einfach Sangan. Gut, damit ist Tribute to Doom natürlich raus. Ja, schade, dann wäre es doch ein guter Play gewesen. Aber hey, ich habe die Karte jetzt noch für potenziellen Monster, was mir wirklich Probleme macht. Er dreht den Sangan einfach nur in Death. Setzt einfach noch ein Monster. Und ist das dann jetzt einfach der Pass? Ohne Backrow? Was ist das für ein Deck? Ist das ein Recruiter-Chaos? Ist das einfach nur ein Chaos-Turbo mit getechter Tomate? Ist das ein Chaos-Control? Ist vermutlich das Wahrscheinlichste. Ich ziehe einen Breaker. Ich glaube, ich mache hier einfach weiter mit Emissary Beatdown. Ist jetzt schlauer, erst in das Setmonster zu gehen? Wenn es halt ein Tomate... Also ich will ja auch nicht Tribute to Doom, weil... Ich glaube, ich gehe hier erst in den Sangan, weil wenn das ein Night of Silent ist, dann, ja. Ich glaube, das ist besser. Höchstens, wenn das noch eine Tomate ist, wäre der Zug anders stärker. Was sucht er sich hier? Einfach nur eine Serpent oder irgendwas Brauchbares? Ein Morphing Jar. Okay, den möchte ich hier dann schon eher tributen. Und eine Deko. Ist das ein Empty Jar? Ist das ein Empty Jar? Tomate, Sangan, Deko. Aber Empty Jar spielt kein Deko. Ja, Empty Jar müsste jetzt hier nicht sein. bin ich ganz ehrlich mit euch. Wäre nicht so das interessanteste Gameplay. Und außerdem glaube ich, dass ich dagegen hart verlieren würde. Aber gucken wir mal. Set Monster. Grace. Warum setzt du erst und Grace dann? Das ergibt gar keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn in keiner Welt. Wirft noch eine Tomate ab und ein Breaker. Ist das einfach nur ein Chaos mit extrem vielen Monstern? Ja gut, also damit confirmt er mir jetzt, dass da der Empty Jar liegt. Und ich glaube... Ujama Trio. Ist das ein Burn? Okay. Und Desserts, okay. Ist das ein Recruiter Burn? Hoppala. Das war nicht der Plan. Ist das hier... Ja, es wirkt hier wie so ein Recruiter-Burn-Deck. Okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ujama-Trio ist ärgerlich. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Okay, ich discarde hier erstmal Thunder Dragon. Und werde, glaube ich... Weil ich meine, der wird auch... Ich behalte einen erstmal auf der Hand. Ich hole mir nicht zwei auf die Hand, aufgrund von, ja, Barrel, dass ich meine Karten relativ gering halten möchte. Mach jetzt hier den MJ weg. Das ist eine Tomate gewesen, na verdammt. Das heißt, er hat den MJ noch. Okay. Emissary triggered. Ich gehe... Hoppala. Das war nicht der Plan. Ich gehe hier natürlich auf Maximum Damage jetzt. Ist ja klar. Wie jetzt hier noch ein Dragon Zombie. Okay. Ist der MJ ein Problem im weiteren Verlauf? Das sind erstmal 4k Damage. Damit habe ich die Hälfte.
Oh, Burn ist, glaube ich, kein gutes Matchup, zumindest Game 1. Was ist dann so ein Art Recruiter-Burn? Vermutlich. Ich behalte den Thunderdrake noch auf der Hand, vielleicht brauche ich den noch als Discard-Fodder oder ähnliches. Zwei auf der Hand behalten ist, glaube ich, nicht der richtige Play gegen Burn, einfach wegen Barrel. Und er geht auf 6 Handkarten, einer davon ist der Morphing Jar und er zieht eine Thunderdrake. Was ist das für ein Deck? Dann wird er ja auch Chaos Monster spielen. Ich bin nun maximal verwirrt, was mich hier erwartet. Er hat auch offensichtlich ein Chaos Monster, wenn er an seinen Friedhof guckt. Oder nicht. Set Monster, wahrscheinlich jetzt der MJ. Höchstwahrscheinlich. Ich ziehe einen Raigeki Break. Gibt hier für mich nicht. Ich könnte jetzt hier theoretisch, ich glaube, das mache ich auch, nochmal mein Deck ausdünnen, indem ich jetzt hier den Thunder Dragon beschwöre. Meine Hand wird ja eh gleich verschwinden. Aber ich will mein Deck nicht zeigen. Ich möchte mir einen Dragon Zombie auf die Hand holen. Dragon Zombie auf die Hand. Ja. Dann setze ich hier logischerweise Raigeki Break runter und renne jetzt hier in den MJ. Moth? Hat er überhaupt Ziel im Deck? Ja, Grace. Ist natürlich ein stabiles Ziel. Renne ich jetzt in Zylinder oder so? Nein. Okay, aber er setzt den MJ einfach nicht. Finde ich spannend auf jeden Fall. Also eigentlich ist die Position ganz gut, aber irgendwie muss der große Knall ja kommen. Er bereitet ja quasi gerade alles vor. Da ist eine Tornade. Wenn er Panda spielt, wird das jetzt wehtun. Tatsächlich. Wieder die Frage, warum Grace denn nicht erst eine Tornade dann? Ich meine, I guess um Solemn rumspielen, aber wenn er wirklich Burn spielt, dann will er ja auch, dass ich Solemn. Wirft jetzt hier zwei Thunder Dragon ab. Kommt jetzt ein Panda von ihm? Kommt Chaos Monster? Was kommt jetzt hier geflogen? Er spielt Chaos Monster. Also das Einzige, was an seinem Deck gerade keinen Sinn macht, sind die Burn-Karten irgendwie. CS. Aber er klärt mir damit einen Monster Space. Das ist gar nicht so verkehrt. Er hat noch ein Chaos Monster. Okay. Was ist das? Was ist dieses Matchup? BLS. Der wird wehtun. Hat er noch ein Chaos Monster? Er setzt noch ein Monster. Das wird der MJ sein, nehme ich an. Banish den Ryokoki. Geht jetzt hier für guten Schaden wahrscheinlich mit dem BLS rein oder Banished Enmore. Ersetzt nochmal Backrow. Kommt jetzt Book of Taiyu oder so auf MJ? Nein, setzt einfach alles runter. Gibt mir 1-4. Ich glaube, jetzt kommen wahrscheinlich einfach Burn-Karten, die mich umbringen. Er greift auch nicht weiter an. Macht ja auch Sinn. Ich weiß übrigens, dass ich eine Serpent in Grave habe. Ich hole mir die gerade mehr oder weniger bewusst nicht zurück. Wegen Barrel. Ich glaube, das ist auch weiterhin der Play, hier nicht zurückzuholen. Ich habe hier potenziell Game mit Ring. Wobei ich ehrlich gesagt auch Schiss habe, dass er mich jetzt einfach killt. Ich versuche jetzt hier eine Backrow zu breakern. Ja, irgendwas, was mir vielleicht... Also vielleicht wird das auch ein Draw jetzt mit dem Ring, weil er wird ja irgendwie Burn-Karten haben. Es kommt nichts, also die Klecht. Ich bin super verwirrt, was das hier ist. Ich habe auch keine Ahnung, was jetzt gerade Set liegt, weil es müssen ja noch mehr Burn-Karten sein. Ich meine, ich habe ein Desserts und ein Ojama-Trio gesehen. Okay, ich habe irgendwas Gutes erwischt. Ich habe die Mirror Force erwischt. Ja gut, aber das ist nicht das, was ich treffen will, weil die werde ich ja eh nicht aktivieren. Aber ich greife ja eh nicht an. Okay, Set Raigeki Break, Set Ring und Pass. Und jetzt ist die Hoffnung, dass er mich nicht totburnt und ich vielleicht mit Ring Game machen kann. Desserts gibt mir 2000. Überlebe ich den Turn? Jetzt kann ich eventuell mit Ring einen Draw holen. Beziehungsweise, wenn ich meinen Breaker ringe, habe ich hier jetzt gerade Game. Tornade. Dann gehe ich jetzt für Ring auf Target Breaker. Ist das mein Game? Irgendwie? Es scheint mein Game zu sein. Unglaublich! Oh mein Gott! How? How habe ich dieses Game gewonnen? Was ist das für ein Deck? Also es ist irgendwie ein Chaos-Burn. Es sieht halt nach normalem Chaos aus, nur dass da irgendwie Burn-Karten drin sind. Also das Deck verwirrt mich total. Das macht mich komplett... Und warum hat denn ein MJ... Der ist viel zu vorsichtig mit seinem MJ umgegangen. Okay, Burn. Ich habe Triple Walk im Side. Schwerter. Decree und Nox sind hier, glaube ich, stabil. Ich nehme
Ja, ich nehme Traps raus, weil die Quies reingehen. Was möchte ich hier noch in dem Matchup nicht haben? Es ist ja ansonsten, spielt es sich ja wie ein Chaos, also. Dann kann ich ihn auch Snatch drin lassen gegen die Chaos Monster. Ich glaube, ich gehe hier wirklich einfach voll auf die Kree und entledige mich dann hier von Traps einfach. Nehme ich alle raus. Es reicht nicht mal. Card Destruction lasse ich drin. Und dann nehme ich, ich glaube, nehme ich hier doch einen Snatch raus. Das Gefühl, Snatch ist, kommt drauf an. Ich weiß halt nicht, wie hoch sein Burn-Anteil ist. Und das verwirrt mich total. Also dieses Deck verwirrt mich generell total. Also es ist irgendwie ein Chaos-Burn oder so. Wild. Habe ich so noch nicht gesehen. Bin froh, dass ich Game 1 geholt habe. Weil Game 1 gegen Burn holen ist halt immer super, super krass. Aber vor allen Dingen, weil es zwischenzeitlich gar nicht so aussah, als würde ich hier irgendwie Game 1 holen. Set Monster, okay. Es kann sehr, sehr viel sein. Er setzt ein wenig Backrow runter. Ich ziehe eine Card Destruction. Ist das eine Hand, wo ich Card Destructen will? Boah, ich glaube fast ja. Honestly, ich setze hier Duo runter und dann Card Destructe ich, weil ich habe viel bessere Karten, die ich ziehen kann. Ich glaube, das ist hier ein stabiler Play tatsächlich. So, macht mein Gegner was dagegen? Reagiert er darauf in irgendeiner Form? Oh, er hat eine sehr spannende Karte abgeworfen. Und ich glaube, ich weiß jetzt ein bisschen mehr, in welche Richtung dieses Deck geht. Okay, Wok ist schon mal alles toll nachgezogen. Und zwar hier, Heavy Slump. If your opponent has 8 or more cards in their hand, they shuffle their entire hand into the deck and then draw 2 cards. Das ist eine super, super spannende Karte. Es spricht dafür, also ist natürlich super, wenn du einen Cyberjar resolvest oder so, oder den Gegner halt viele Karten gibst. Spricht dafür, dass das so eine Art Chaos ist mit Flip-Flop-Karten und dann halt auch noch Burn-Karten drin. Super wild auf jeden Fall. Jetzt duo ich hier. Ich habe vorher nicht geduot, weil dann MJ liegen kann, aber den MJ werde ich jetzt ja wegnocken. Deswegen kann ich hier duo. Und ich duo erst, damit ich ihm keine Infos gebe. Jetzt Thunder Dragon rausziehen, ist glaube ich nicht verkehrt. Und einen Riften Barrel ab. Okay. Normal Dragon Zombie. Ist das okay? Ja. Nobleman. Erwische ich einen MJ? Ich glaube nicht, dann hätte er mehr runtergesetzt. Aber irgendwas Gutes werde ich erwischen. Ein Sangan. Okay, das nehme ich ja auch gerne. Kriege ich 1-6 Damage rein. Ring. Ist hier Wocken der Play? Ist hier Wocken der Play? Es wird der Unterschied von 3200 Lebenspunkten. Ich glaube, ich will hier tatsächlich Wocken. Ich glaube, ja, ja. Ich glaube, das ist okay. Ich weiß halt nicht, wann ich das nächste Mal ein Monster ziehe. Und ich will jetzt auch nicht, dass er mich zu sehr irgendwie in Bedrängnis bringt. Mit ganz normalem Beatdown oder so. Genau hier, Normal Tomato Go. Ich glaube, der Play war okay. Ich ziehe einen Thunder Dragon, das ist ein guter Top-Deck. Diesmal habe ich die Serpent wirklich vergessen, Leute. Ja, ich habe die Serpent vergessen. Ist ärgerlich, ist nicht so dramatisch. Aber ich muss jetzt natürlich to the Doomed abwerfen. Also ich verliere jetzt einen Thunder Dragon statt die Serpent, das ist ein bisschen doof. Bzw. hätte ich hier die Serpent als Protection setzen können. Das ist ein bisschen ärgerlich. Zugegeben, also gleich an die Serpent denken. Ey, man merkt, dass ich Panda spiele im Moment, wo man keine Serpent drin spielt, weil Serpent nicht auf meinem Radar ist. So, ich spiele eine Serpent. Hier ist besagte Serpent. Werde ich jetzt hier runtersetzen, wenn er jetzt noch Nock drin hat, wäre das ärgerlich potenziell, aber die kann mich schützen, ich kann die Tributen nächste Runde. Er bleibt passiv mit einem Set-Monster, noch eine Backrow. Ich ziehe einen Pot, das ist super. Aktiviere den Pot. Was sind seine Setkarten? Die Kree ist sehr, sehr, sehr gut. Sehe ich hier gerne. Dann norme ich jetzt hier einen Emissary. Wenn er jetzt irgendwie trappt, ist das okay. Weil ich kriege ja wieder einen Search. Das ist mein letzter Emissary übrigens, weil ich 2 Karten destructed habe. Ich habe jetzt gleich drüber nachgedacht, wie ich es sonst nicht angreife. Ich habe jetzt einfach auf das geklickt. Und ich muss die Kree runtersetzen, ich Vollidiot. Ah, ich spiele nicht gut. Ja, 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 ich muss hier die Kree runtersetzen, weil ich habe MJ gesehen in Game 1. Ich muss um MJ rumspielen. Bin ich gemacht. War ziemlich schlimm. Ich ziehe aber eine absolute Gotthand nach. Never punished. Actually never punished. Aber hier Storm ist irgendwie absolut nicht der Play.
Nee. Ich glaube, ich lasse es so, wie es ist. Ich glaube nicht, dass jetzt ein richtig schlimmer Play von ihm kommt und dann kann ich nächste Runde stormen. Weil es sind wahrscheinlich eher Enchantment-Karten. Ich kann nächste Runde stormen. Ich habe Vok. Vok will ich ja auch nicht setzen, weil ich nächste Runde stormen will. Wenn er mich Ojama lockt, habe ich Vok. Ja. Er hat nur noch einen Donnerdachen im Deck, weil einen habe ich ihm wegcard-destructed. Das heißt, der bringt ihm jetzt auch nicht so viel. Okay. Boah, Pot ist stark. Ah, ich muss ja Decree setzen, dann bin ich in so einem guten Spot. Setz noch ein Monster. Book of Taiyu ist das. Ja, genau. Ja, hatte ich ja vermutet. Das ist irgendwie so ein Flip-Flop-Ding mit Taiyu. Das überrascht mich jetzt tatsächlich nicht. Das passt in seinem Bild rein. Nur die Burn-Karten passen irgendwie nicht. Also dieses Flip-Flop-Chaos, das wird tatsächlich manchmal gespielt im Moment. Aber diese Burn-Karten verwirren mich. Okay, er kriegt noch einen Gratis-Pot. Hat natürlich jetzt heftig viele Karten. Also wenn er jetzt genug Burn-Karten nachzieht, dann kann das ja ganz einfach sein Game werden. Setzt noch eine Backrow. Geht er über die Serpent? Greift er überhaupt an? Die Frage, ich glaube nicht, weil ja, wahrscheinlich Ojama triot er mich jetzt, was nicht so dramatisch ist, weil ich einen Bock habe. Und dann habe ich Storm und BLS und Bock. Oh, wenn er kein Ojama triot hat, bin ich in einem unfassbar guten Spot. Er greift tatsächlich an, das ist gut. Weil wenn er jetzt Ojama triot, habe ich einen Slot mehr. Das ist auf jeden Fall gut. Noch eine Backrow. Wenn der Storm durchgeht, ist das so lecker. Und noch einen Bock. Okay, jetzt bin ich relativ zuversichtlich, dass ich das hier ganz gut bestreiten kann. Und ich werde jetzt hier erstmal stormen. Und gucken, was jetzt so alles gechained kommt. Barrel. Trio. Okay, mehr kommt von ihm nicht. Hätte er ein bisschen klüger machen können, weil eigentlich aktiviert was, dann kann, muss ich was aktivieren und so weiter. Jetzt weiß ich, dass dieser Kette nicht mehr hinzugefügt wird. Ich könnte jetzt hier einen Vok chainen. Und ich glaube, das will ich auch. Dann kriege ich ein bisschen weniger Damage. Ich denke. Kriege ich hier ein bisschen weniger Damage. Und ich habe ja noch einen Vok und der Emissary holt mir einen Dragon Zombie. Und dann habe ich genauso viele Monster auf dem Feld. Das ist hier, denke ich, ein guter Play. Ich chaine hier noch den Vok auf den Emissary. Ist das alles okay? Gut. Dann kriege ich 1600 Lebenspunkte. Dann kriege ich 1, 2, 3 Token. Dann kriege ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2k Damage. Dann Resolved Storm. Nimmt noch eine Tornade. Und noch eine Tornade. Doppeltornade nehme ich hier gerne mit. Und ich kriege einen Dragon Zombie auf die Hand. Und jetzt kann ich hier BLS Plays machen, beziehungsweise Game habe ich hier, glaube ich, nicht. Warte mal, ich habe, wie viel Damage? Ich habe 2,7 plus 1,6 plus 2,4. Das sind 5,7. Also es reicht nicht, aber es ist halt die Frage, ob ich, ich mache den komplett offensiven Play. Ich meine, das ist Burn. Ich ihn maximal unter Druck setzen kann. Dann tue ich das auch. Wocke ich hier noch. Dann kommt Book of Life. Nehme bei ihm. Was nehme ich raus? Er hat mehrere Darks. Ich nehme mal den Cyberjar raus, bevor er damit irgendwie Blödsinn machen kann, potenziell. Hab Prio Cocky im Grave und hab hier logischerweise noch Light Dark, während hier eine Mücke rumfliegt, für BLS. Tech over Moth sind 2,7 und Attack over Deko sind 1,6. Das sind 4,3 und dann habe ich Game, weil ich nicht rechnen kann. Ja, GG. Gut, dass ich den Play trotzdem gemacht habe. Super interessantes Deck bei meinem Gegner. Triple Vok im Side-Deck. Wieder mal bewiesen, dass Vok die beste Side-Deck-Karte gegen Burn ist. Boardet keinen Vox, wenn er gegen mich spielt, die Karte schlecht gegen Burn. Und es steht 2-0 mit dem Deck und das auf einem ziemlich hohen Rating. Ich meine, was habe ich hier jetzt? 1035. Ey, Leute, das Deck ist High-Ladder-Material. Wir sehen uns im dritten Match dieser Folge. Match Nummer 3 dieser bis jetzt sehr erfolgreichen Session oder Folge. Es geht gegen Last Name Ever mit 766 Rating. Also genau in der Mitte von dem, was unsere letzten beiden Gegner hatten. Wilde Folge auf jeden Fall. Schon ein sehr interessantes Deck eben als Gegner gehabt.
Und schauen wir doch mal, was dieses Duell jetzt hier für uns so parat hat. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Gegner zieht auf 6 Handkarten auf. Und die Frage ist, was tut er damit? Ja, haben wir überhaupt. Ich kann nicht mehr reden. Haben wir überhaupt schon ein Game angefangen? Ich glaube noch nicht. Rockpapers ist es heute nicht in unserem Favor. Ich glaube, ich kann hier die Pyramid Turtle einfach normeln und versuchen, damit reinzugehen. Selbst wenn er sagt, gut, Murforce irgendwie, ich habe Book of Life noch. Deswegen bin ich bereit, diesen Play zu machen. Ich habe wieder Skill Drain, was extrem gut ist. Und es ist ein Agro-Deck. Jedes bisschen Battle Damage, was du mit diesem Deck reinkriegst, ist wichtig. Murforce rausnehmen ist auch gut. Wie gesagt, ich habe Book of Life. Kann ich natürlich jetzt nicht aktivieren, weil mein Gegner kein Monster im Friedhof hat. MST auf Skill Drain tut weh. Da bin ich ehrlich. Das wäre gut gewesen. Kommt jetzt ein Don Saluk oder solche Scherze? Das könnte ein Warrior sein. Es ist wahrscheinlich ein Warrior. Es kommt ein Don. Es gibt. Am besten erwischt du den Ryokoki aus der Hand. Card Destruction ist auch okay. Aber 3 verschiedene Decks heute. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt. Ryokoki oder Card Destruction wäre nice. Mein Gegner versucht erstmal eine Zahl zwischen 1 und 4 zu würfeln, was manchmal hart ist. Er trifft den Ryokoki. Das ist Best-Case-Szenario tatsächlich. Und ich ziehe in einen T-Dragon. Und das ist auch ein ziemlich guter Top-Deck. Den aktivieren wir hier einmal direkt. Holen uns T-Dragon. Und T-Dragon. Und jetzt werde ich hier Card Destructen. Und zwar meine beiden T-Dragons weg. Aus 2 Gründen. Einmal ist das ja quasi 2 Karten ziehen für mich. Snatch den Book of Life will ich auf jeden Fall behalten. Und außerdem kann ich damit Monster aus seiner Hand ziehen, womit mein Book of Life live wird. Logischerweise. Deswegen ist Card Destruction hier gut. Ich erwische einen Blade Knight. Einen Blade Knight. Und eine Tomate. Schon wieder Tomate. Ich ziehe ziemlich gut nach. Habe jetzt hier noch einen Pot nachgezogen. Und das ist doch ein Spot, der mir gut gefällt. Ist ein Solemn oder solche Scherze? Oh, bitte Solemn, das ist auch schade. Das wäre so gut gewesen. Ziehe okay nach. Ich meine, ich ziehe eine Pyramid Turtle nach. Und ich kann jetzt hier. Ich meine, die Mirror Force ist raus, ne? Kann jetzt der Potenzial echt Trouble machen. Normal Pyramid Turtle, ist das okay? Und dann Snatch stehle ich jetzt hier den Don. Vielleicht würde ich mich hier aufheben tatsächlich. Kommt was? Kommt eine Response? Hat er wirklich einen Solemn Down? Boah, gehe ich jetzt hier noch mehr aggro? Ich meine, Torrential wäre jetzt der ultimative Punish. Ich hebe mir Book of Life lieber auf. Ich glaube, das ist besser. Ich glaube, das ist hier der bessere Play. Angriff mit Don. Darf eine Handkarte nehmen, was auf jeden Fall cool ist. Ziehen wir mal die Karte raus. Das ist ein roter. Das ist ein stabiler Hit, würde ich mal sagen. Ich behalte Rageki Breakman noch auf der Hand für den Fall, dass das ein Set Storm ist. Was auf jeden Fall sein kann und dass ein Storm von der Hand kommt und dann wäre Rageki Break halt einfach gewastet. Kriegt mein Gegner noch 1000 Lebenspunkte, während er hier eine Tomate normelt. Was ein guter Top, was eine gute Karte für ihn ist, weil er mit dem Don doublen kann und noch ein Monster kriegt. Das ist ein Chaos Warrior offensichtlich. Also, zweimal mystische Tomate im Deck, wo man nicht so wirklich erwartet. Also, es ist halt wirklich ein Warrior, Blade Knight, Don. Vor allem Doppel Blade Knight. Also. Könnte halt auch ein Chaos mit Warrior Engine sein, aber ich glaube, es ist halt einfach eher ein Chaos Warrior, also ein Warrior mit Chaos Engine. Wo ist der Unterschied, fragt ihr euch jetzt, aber das ist schon ein Unterschied für mich und mein Mikro macht nicht das, was ich will. Mal bei mir bleiben, danke. Ich drücke einfach noch eine Tomate. Understandable geht in die Turtle, das finde ich an sich nett von ihm. Und ich habe jetzt hier die Frage, was ich. Ich glaube, ich gehe hier in Ryokoki. Einen habe ich noch im Deck, ne? Ja, einen habe ich noch im Deck, das ist okay. Ich hätte ja auch noch einen Turtle, wenn dann Ryokoki ist hier stabil. Setzt hier noch eine Backrow. Setzt noch eine Backrow. Und pass. Und ich ziehe in einen Emissary of the Afterlife. Ich glaube, jetzt mache ich hier Rambazamba. Normal Emissary. Ist das okay? Und dann werde ich Book of Liven, weil Murphas ist raus. Das ist kein Exodia, mein Freund. Book of Life. Target. Was targete ich denn hier? Don and Cocky. Don and. Ich gehe jetzt hier all in, weil ich meine, die Karte, die mich hart punished, ist
TT, also jetzt, wenn er TT, verliert er sein einziges Monster und ich kriege meinen Emissary. Und von daher ist es ja, glaube ich, absolut richtig, so aggressiv zu gehen. Ich gehe jetzt mit dem Emissary rein. Das ist einfach die Info des Murphos raus. Das ist so unfassbar wertvoll für mich gerade. Was hat er für Ziele? Eigentlich nur noch Sangern, oder? Weil Don ist ja raus. Vielleicht meint er einen Cliff oder so. Oder New Doria. Ist das doch kein Warrior? Ich bin verwirrt. Angriff Rio Cocky. Nimmt den New Doria und nimmt mir natürlich jetzt einen Rio Cocky vom Feld. Ich kann jetzt hier einen Keybreak setzen. Ich bin konfusiert. Ich bin verwirrt. Was macht der? Set Backrow einfach nur. Ich ziehe noch einen Emissary. Er müsste schon jetzt in den TT gezogen haben, damit ich hart gepunished werde. Davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Normal Emissary. ich liebe dieses Spiel. Die Chance war jetzt halt einfach 1 zu 26, dass er hier einen TT nachzieht. Und ja, wenn er halt was anderes außer den TT nachgezogen hat, ist es definitiv der richtige Play. Ja. Gepunished. Actually gepunished. Ich finde den Play okay, weil ich will ja aggressiv gehen. Ich will ihn hier schnell wegmachen. Ist natürlich bitter, dass er den Hard Punish hat, aber selbst dann, dann kriege ich halt Doppel Emissary Trigger, was jetzt ja auch passiert. Ja gut. Dragon Zombie 1-6. Let's go. Was ist die Background da? Das scheint wirklich hart tot zu sein alles. Zwei Total Noblemans oder so. Auf jeden Fall kommt jetzt mal ein Chaos Monster geflogen. CS. Greift näher, aktiviert den Effekt und schießt Dragon Zombie. Okay. Hat er noch ein Monster zum Overextenden? Guckt in meinen Friedhof. Ich muss natürlich versuchen, den CS zurück Geeky breaken, aber ich vermute mal, da kann dann mein Zollum liegen. Ja, der TT war halt echt böse, aber es ist so eine geringe Chance, dass er da den TT jetzt hat. Ja, vielleicht hätte ich es passiver spielen sollen. Ja, komm, so gering, dass er TT hat, und dann hat er natürlich. Aber das ist das Spiel. Hätte ich drum rumspielen sollen. Es ist aber wirklich nur die Karte, die mich so punisht, ne? Okay. Ich werde jetzt hier blind MST in der Hoffnung, das Urteil zu treffen. Weil ich muss den CS vom Feld kriegen, weil der CS nimmt mich sonst auseinander. Toter Nobleman, das war klar, dass der da liegt. Okay, aber er hat entweder keinen Solemn oder Solemn nicht. Gut. Gut für mich. Kriege Serpent wieder, ziehe noch ein Monster, was nicht unbedingt gut ist. Und mache jetzt ja einfach mal Dragon Zombie Action. Normal Dragon Zombie 1-6. Ich glaube, er hat ein Monster nachgezogen, weil er hat eben meinen Friedhof gecheckt mit dem Thema. Fuck me. Das ist nicht gut. Ja, okay. Ich glaube, das ist weg. Ach man, Exert Force, um nochmal ein bisschen mehr Damage zu machen. Ja, das ist böse. Das ist böse, 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 böse. Hat er noch einen Ring, um zu finishen? Ja, hat er. Eigentlich super gut gespielt, behaupte ich, bis halt dann einfach alles von ihm kam. Wie gesagt, über TT habe ich jetzt genug geredet. Kann man sich drüber unterhalten, ob das jetzt gut war oder nicht. Ich hätte auch den... Das war unlucky. Ja, das war... Keine Ahnung. Das war unfortunate einfach. Okay, Skill Drain ist relativ tot gegen ihn. Ja, ich gehe hier auf die Decree. Ich habe so viele Traps gesehen. Dann kommen die Regeki Breaks hier auch raus. Die drei kann ich eigentlich drin lassen. Oder gehe ich hier an? Nee. Also Regen kann hier, glaube ich, raus, aber die anderen beiden bleiben auch unter Decree, weil die immer gut kommen können. Ich glaube, dann nehme ich hier noch eine Card Destruction raus. Obwohl, nein, gegen Warrior ist die Karte gut. Dann nehme ich hier lieber noch einen Emissary raus. Ja, das war ziemlich ärgerlich. Auch hätte ich auch ein bisschen mehr Schutz vertragen können. Aber es ist, wie es ist. Das Game sollte einfach nicht sein. Gucken wir mal, ob es jetzt besser läuft. Die Hand ist auf jeden Fall stabil, würde ich behaupten. Ich glaube, ich passe hier einfach. Ich meine, er kann mich jetzt natürlich mit einem Don punishen, aber den kann ich eh nicht verhindern. Also ich hätte halt Gorilla-Pass machen können, aber wollte den Gorilla jetzt nicht einfach so verwundbar liegen lassen. Also ab dem TT ging alles schief. Da hat er wirklich die Züge danach halt BLS, CS nachgezogen und ja.
Dann verliere ich das einfach. Warum nennt er mich Kalber? Ich habe keine Ahnung. ja. Habe ich schon gesagt? Was machen wir damit jetzt? Ich habe keinen Plan. Set Monster. Warum setzt man Monster in den Deck? Das ist wahrscheinlich eine Tomate oder so. Okay. Ich ziehe in Karten und ich storme hier einfach, weil warum nicht? Zwei Karten nehmen. MST und Saku. Die nehme ich gerne. Gorilla. Go into die Tomate wahrscheinlich. Es ist ein Spy tatsächlich. Ja gut, Spy kann man auch im Warrior boarden. Passt in dem Chaos Warrior. What the fuck spielt der? Jetzt ist es suddenly ein Gravekeeper oder was? Was zur Hölle ist das für ein Deck? Hat der Nikoveli auf der Hand? Wenn ja, ist der Silent jetzt echt gefährlich. Was ist das für ein Deck? Was sind das für Matchups, die ich hier habe? Richtig krasse Folge. Wenn ich da jetzt noch 3-3-0 rausgehe, ist es die perfekte Folge. Aber ich befürchte, das wird jetzt wirklich schwierig. Noch ein Silent. Jetzt ist es auf einmal Gravekeeper oder was? Hat er umgebordet? Was ist das für ein Matchup? Ey? Was ist das für eine Folge? Mann, 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 Mann. Ja, wirft ihr den Silent ab. Und wirft ihr noch ein Dust Tornado ab. Einfach nur wild. Creature Swap, ja, ist eine gute Karte, habe ich gehört. Und greift hier einfach über den Silent an. Könnte schlimmer sein. Könnte auch besser sein. Ich ziehe hier noch einen Gorilla. Aber den ganzen. Das hat halt keinen Schutz. Das ist super, super dumm. Ich glaube, ich versuche hier zu breakern und dann den Breaker zu Creature Swappen. Ist das okay? Declare. Nehme hier eine Karte weg. TT. Jetzt weiß ich zumindest, dass der raus ist. Creature Swap. Gibt er mir den Spider oder gibt er mir den Gorilla? Ich hätte es in Manifest 2 machen können, um eine Battle Trap rumzuspielen, ehrlich gesagt. Er gibt mir den Gorilla, dann hat er eine Battle Trap. Dann ist es so. Kann ich jetzt nicht ändern. Hat er nicht. Okay. Ich setze es hier mal im Bluff runter, damit er nicht komplett Reckless gegen mich spielt. Jetzt sieht das Spot gar nicht mehr so schlecht aus, ehrlich gesagt. Vor allem, weil ich jetzt nochmal Creature Swap und Turtle habe. Warum setze ich einen Bluff runter? Warum setze ich einen Bluff runter? Das ist doch einfach auch dumm. Jetzt habe ich den Creature Swap mich nicht mehr. Gut, BLS. War kein Thunder Dragon zur Hand gerade. Ja, Second Gorilla oder Turtle? Da ich Book of Life noch habe, ist ja, glaube ich, eher Turtle der Play. Normal Turtle. Ist das okay? Mirror Force punisht mich jetzt hier heftig. Also, let's go into the Mirror Force. Gib. Mann! 28 Karten im Deck. Ja. Ist der schlimmste. Ich habe halt wieder auch ein Backup dagegen und hatte halt keine Mirror Force. Also, dass er keine Sakko hat, war ja schon offensichtlich. Und hat er halt keine Mirror Force, bin ich halt in einem unfassbar geilen Spot. Ja, deswegen mache ich den Play hier. Hat er out gegen die Turtle? Es ist ja die große Frage. Ah, hey, die Tier und Mirror Force sind raus. Das ist sehr positiv. Ich brauche um die beiden nicht mehr rumspielen. Es ist die gute Nachricht an der Sache. Es ist die gute Nachricht. Z-Monster. Da ist Nipo Valley. Okay, gut, dass Book of Life schon aktiviert ist. Ach Mann, Thunder Dragon. Ah, kannst du nicht einen Turn früher kommen? Ich kann BLS logischerweise jetzt nicht beschwören. Ah, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich, das ist ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Ja, Normal Berserk Gorilla. Turtle into Angriff. Turtle into Breaker. 400 Schaden nehmen. Rio Koki holen. Ich möchte die Turtles im Deck haben. Ich habe überlegt, ob ich mein Deck ausdünne, aber nein, das wäre hier nicht der Play gewesen. Rio Koki. Ach Quatsch. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Es liegt. Nein, 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 nein. Ah, Nico Wille liegt jetzt auch vergessen. Er hat's auch vergessen. Er hat's auch vergessen.
Ja, ich finde es cool, wenn Leute ihre eigenen Karten nicht kennen. Das macht immer Spaß. 400 über Breaker. Und dann ist er dran. Nico Willi ist jetzt echt bitter. Spear Soldier, er kann mit dem Gorilla doppeln. Okay. Boah, wenn ich jetzt ein Out gegen Nico Willi habe. So, MST wäre jetzt hier einfach Game, wahrscheinlich. Emissary. Ja. Versuche über das Headmonster zu gehen. Es ist ein Don, alles klar. Setze jetzt hier mal den Emissary. Und ja. Komme jetzt leider gerade an einem Spy nicht vorbei, wegen Nico Valley. Das ist ein bisschen ärgerlich. Jetzt komme ich an dem Spy vorbei. Okay. Tribute to the Doomed. Ich muss jetzt hier nicht mehr um TT rumspielen. Deswegen ist die Reihenfolge auch egal. Solemn. Okay. Ärgerlich. Mache ich nichts. Ich muss nur ein Out gegen Spy ziehen und das ist hier Game für mich. Ach, Mann, 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 Mann. Nico Valley nervt. Decree ist auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt für später. Möchte ich hier mein Deck ausdünnen? Ist das hier der Play? Einfach einen Dragon zu mir aus dem Deck nehmen? Ich glaube ja. Ich muss jetzt hier Outs für die Situation ziehen. Ich glaube, das ist solide. Hol mir hier mal den Dragon Zombie. Lisa Top Deck wäre noch ein Decree gewesen. Das heißt, Results Oriented war es der richtige Play. Ob es im Long Run der richtige Play ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es ist okay. Snatch of Ryokoki ist ärgerlich. Das ist doof. Das ist echt doof. 800 Punkte Schaden. Jetzt komme ich an Ryokoki. Doch, komme ich wieder vorbei, weil ich eine Turtle ziehe. Kriege 1000 Lebenspunkte. Ja, ich glaube nicht, dass er Nobleman drin gelassen hat, nachdem er gesehen hat, wie tot die in Game 1 waren. Deswegen setze ich hier, um ein bisschen Schaden zu vermeiden. Ich hätte jetzt auch direkt crashen können, aber das sehe ich auch nicht. Speerkrieger gibt mir halt nochmal Trampel. Das ist ein bisschen ärgerlich. Kriege ich 600. Wenn ich Nico Valley outen kann, sieht es halt gut aus. Turtle. Ich hole mir hier die nächste Turtle, denke ich. Deck aus Dünn ist hier auf gar keinen Fall verkehrt. Ich bin so blöd! Junge, lies Ryokoki. Der Spy wäre schon lange zerstört gewesen. Das ist ein Spellcaster. Accepted Game State kann ich jetzt nicht mehr ändern. Oh, ich bin so blöd. Bin so blöd, Ryokoki. Ich habe ja den Spy-Angriff von Ryokoki zerstört, den Spellcaster. Ich bin so bescheuert. Oh mein Gott, bin ich dumm. Bin ich dumm. Und ich kann es fixen, weil mein Deck mich hier gerade rausrettet. Was ist jetzt hier der Play? Auf Nico Valley habe ich Game, weil ich dann eine BLS habe. MST auf Nico Valley. Ja. Dragon Zombie. Light. Dark. BLS. Two Attack. Turtle da rein. Special Ryokoki. Ryokoki über Spy. Der darüber. 100 und BLS über Ryokoki. Oh, ich bin so ein Vollidiot. Natürlich, der jagt den. Jetzt vergesse ich den Effekt schon wieder. Was ist denn los mit mir? Ah, wie spiele ich denn? Oh, natürlich, ich habe zweimal den Ryokoki-Effekt vergessen. Und er hat noch eine Nico Valley. Ah, ich spiele so blöd. Ich spiele so dumm. Ich spiele so unfassbar dumm. Es ist unglaublich. Eieieiei. Und ich habe das. Somehow habe ich dieses Game gewonnen, weil ich so blöd spiele. Okay, Suddenly Gravekeeper? Ich vermute mal, er hat umgebordet. Also das, weil das war ja ein ganz anderes Deck jetzt auf einmal. Ich lasse die Noblemans aber trotzdem draußen, weil, ja. Nee, ich glaube, das Deck ist schon stabil. Dagegen, er hat die Crease nicht gesehen, das ist gut. Das heißt, er weiß nicht, dass ich darauf einstellen muss. Und, Alter. Ich habe das Game so grausam gespielt. Ich entschuldige mich mal wieder für mein Gameplay, was unter aller Sau ist, aber es ist halt Yu-Gi-Oh! Never Punished. Also, um nochmal die Situation nicht. Ich habe ja mit dem Ryokoki den Spy angegriffen. Hab vergessen, dass Nico Valley liegt.
Dachte, er überrennt ihn einfach. Hab dann 100 Schaden genommen. So, in dem Moment triggert aber dann Rekukis Effekt, weil er einen Spellcast angegriffen hat und der wird zerstört. Habe ich aber vergessen, was ist das für eine Hand? Was ist das für eine Hand? Igitt. Was stehen die Hände? DB hat das ja gemacht, aber... ja, und dann hätte er eigentlich zerstört werden müssen. Ich habe meinen Gegner jetzt aber nicht mehr darauf aufmerksam gemacht, weil an dem Punkt waren wir schon lange im Accepted Game State, wie man so schön sagt. Das zu rewinden wäre halt kacke gewesen und das war im Endeffekt auch meine Schuld. Und hätte ich mal Noblemans drin gelassen. Ja. Okay. Ich denke, ich gehe hier einfach Gorilla. Ich hätte vielleicht ein bisschen Friedhofgedöns rausbauen können wegen Twin Valley. Gorilla rennt hier einfach eine Tomate platt. Der geht in den Silent. Das ist natürlich eine unfassbar gute Karte gegen Gorilla. Hoffe er overextended in den TT. Das wäre nice. So ein Normal Breaker oder so. Würde ich halt jetzt echt feiern. Normal Sangan. Nee, da TT ich nicht. Also bei Normal Sangan TT ich ihn nicht. So, aktiviert er den Effekt? Ja, tut er. Dann jagt er sich hoch. Weiß er, dass er ein Replay kriegt? Okay, er hat ein Replay bekommen, ziemlich sicher. Also er kann ja nochmal direkt angreifen. Weil an der Tech Regulation dreht er den Panda in Death. Panda jagt sich hoch und hätte er nochmal angreifen können. Weiß er nicht, gut für mich. Mirror Force. To be honest, Normal Turtle. Macht er was dagegen? Scheint nichts zu kommen. Turtle Attack über Sangan. Kommt durch. Er kriegt einen Search. Also er bleibt auf jeden Fall auf Gravekeeper. Ich vermute mal, dass das Gravekeeper geboardet ist, weil Game 1 sieht ganz anders aus. Exile Force. Okay. Ich habe Mirror Force. Ich habe Torrential. Ich habe Torrential. Mirror Force jetzt nicht mehr. Ich glaube, dann TT ich hier auf Normal. Ja. Ich verliere die Turtle sowieso und dann nehme ich hier quasi seinen Silent. Holt sich noch eine Nikovaldi aus dem Deck? Okay. Also ich hätte Book of Lives rausbauen können, tatsächlich. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Oder halt generell Sachen, die halt auf den Friedhof gehen. Wäre schlau gewesen. Ich gehe hier einfach auf Damage mit dem Gorilla. Hoffe mal, dass er nicht noch einen Silent hat. Einfach 2k mit Gorilla rein. Jetzt hier im Vanilla zu toppen war natürlich nicht so ideal. Schauen wir mal. Duo. Ja, okay, das ist in Ordnung, solange die Turtle nicht trifft. Die Turtle ist das, was ich behalten möchte. Ich hasse dieses Spiel so sehr. Jedes Mal, wenn ich was sage, werde ich einfach direkt dafür gepunished. Tomate. Oh, Gottes Willen! Oh, jetzt rasiert er mich. Jetzt rasiert er mich hart, jetzt habe ich ein Problem. Ah, jetzt hat er die perfekte Kartenabfolge. Oh, das ist böse, das ist so böse. Das ist so böse. Jetzt muss ich Topdecken hier. Ja. Das ist ein Topdeck. Kann ich mich nicht drüber beschweren. Darüber kann ich mich aber beschweren, weil das ist Schmutz. Ja, das wird unsere erste Niederlage hier. Ja, Game 3 konnte ich einfach nichts machen. Mild er 2? Ich glaube, das muss er machen, wenn Nico Ready auf dem Feld. Macht er nicht. Okay. Hätte er an den Replay eben gedacht, hätte er jetzt schon Game. Gut für mich. Jetzt Endphase Decree hier. Ziehen Monster nach? Fuck my life! Ja, ich musste meine Hand runtersetzen wegen Don. Ah, das ist doof. Mann, das war ein uncooler Abschluss, aber GG an meinen Gegner. Ja, da lief Game 3 einfach nicht so, wie es sollte. Jetzt, glaube ich, ende ich jetzt auf genauso viel Rating, wie ich angefangen habe, obwohl ich 2-1 gespielt habe. Das muss ich gerade mal nachgucken. Ich habe 23 verloren. Wie viel habe ich durch die beiden Wins eben gewonnen? Boah, DB, komm in die Gänge. Na, ich habe tatsächlich ein bisschen Plus gemacht. Plus 14, plus 15, minus 23. Also plus 6 Rating. Hey, die Folge hat sich gelohnt. Ja, sehr wilde Folge. Ja, für mich wirklich, wie gesagt, die erste Folge nach langer, langer Zeit wieder. Ich hoffe, sie war trotzdem aushaltbar. Ihr hattet Spaß damit. Ich hoffe auch, dass jetzt wieder regelmäßig Content von mir kommt seit ein paar Wochen. Das ist auf jeden Fall der Plan. Ja. Kommt einem immer irgendwas dazwischen. Ihr werdet das sicherlich auch kennen, wenn ihr irgendwie Hobbys habt, die ihr gerne betreibt. Und manchmal ist halt einfach irgendwas, was euch dann schlicht durch die Rechnung macht. Aber ja, wie gesagt, jetzt kommt ja hoffentlich wieder regelmäßiger Content für euch. Danke euch wie immer fürs Zuschauen. Und wir sehen uns bei einer weiteren Folge wieder von Road to Goat.